Hallo miteinander. Mal wieder Zeit für ein Metaformat. Ich habe mal wieder ein bisschen Bock, einfach zu quatschen, habe Redebedarf sozusagen und deswegen mal wieder eine Folge von meinem Format. Das heißt, lass uns mal reden oder so heißt es, glaube ich, genau. Und das ist ja ein Format, das immer ein bisschen dazu neigt, Leute zu verärgern oder Abonnenten zu vergraulen. Sei es drum, man muss ab und zu mal auch von der Seele was reden. Aber so schlimm wird es vielleicht heute gar nicht. Ich greife ja nicht Terraforming Mars oder sowas an, sondern ich wollte einfach nur mal reden über eine Beobachtung, die ich gemacht habe, sagen wir mal so. Und zwar geht es heute darum, wie ich jetzt empfinde, dass sich das Hobby Brettspielen verändert hat während der Corona-Pandemie und wenn man viel online gespielt hat oder auch gar nicht. Und was ich beobachtet habe oder mir einbilde, beobachtet zu haben, wie sich YouTube-Brettspielkanäle, so wie jetzt meiner auch oder so, verändert haben in ihrem Content und was sie machen und dass es überhaupt gibt oder so. Da werde ich versuchen, da drum rumzuschiffen, ohne da zu viele Leute jetzt natürlich direkt auf den Schlips zu treten, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Einfach, das ist eine Beobachtung. Also wertet das praktisch als ein alter Mann, der ich bin, mit einem Whisky zu viel, der jetzt auf der Parkbank hockt und mit den Vögeln redet, die er gerade füttert oder sowas. Ne? Also von daher, das ist kein Dialogformat. Ich labere ein bisschen was vor mich hin und teilt die Meinung oder nicht. Aber jetzt fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Ich möchte über das Thema Brettspiele online und wie sich es in der Pandemie generell verändert hat, mal reden. Einfach, weil mittlerweile, nehmen wir jetzt mal an, es läuft ja jetzt relativ gut mit den Zahlen und es sieht positiv aus in die Zukunft. Wir werden bald wieder mehr in Präsenz spielen können und vielleicht machen auch öffentliche offene Spieletreffs oder so mal wieder ihre Pforten auf und so. Und ich habe auch in letzter Zeit mal wieder in Präsenz spielen können, mit keiner großen Gruppe, aber immerhin mit ein paar Leuten. Und da ist halt was aufgefallen. Also man hat jetzt bestimmt ein Jahr oder noch länger auch mal viel Tabletop Simulator haben wir gespielt. Unsere Gruppe, die mittwochs sich immer trifft, hat anstatt hier an diesem Tisch Tabletop Simulator gespielt. Und man ist irgendwie, man merkt schon, wenn man das oft gemacht hat, ist man ein bisschen faul geworden, so würde ich mal sagen. Ne? Man hat sich an diese Skripts gewöhnt, die es oder in diesen Mods da gibt, wo praktisch die Karten automatisch gemischt werden aus Geisterhand oder Decks werden aufgefüllt, Punktestand wird automatisch hochgerechnet. Alles sehr, sehr schicke Hilfsmittel, macht richtig Fun. Und man gewöhnt sich da irgendwie dran. Ja? Wir haben dann letzte Woche, ich habe mir Endeavor Segelschiff-Ära jetzt endlich mal gekauft. Gruß an Dominik von Board Game Engine geht raus. Geiles Spiel, so meiner Meinung nach, aber beim Aufbauen ging es dann schon los. Du musst, glaube ich, 98 kleine Holzblättchen aus einem Sack auf dem Spielbrett auf bestimmte Stellen lehnen. 98 fucking Teile, ja. Das Mod im Internet, Knopfdruck, ja, ist so super. Und das ist halt irgendwie, ich habe so die Befürchtung, dass das wird einem fehlen, wenn man dann mal wieder ganz klassisch spielt, das Kartenmischen und das Aufbauen eines Spiels. Das wird schon eine nette Sache sein, dass man das wieder tun muss. Und das wird einem vielleicht, wird echt vermissen, dass der Aufbau und das Abräumen vor allem eines Spiels auf so einem digitalen Tisch in ratzfatz oder 0, nichts passiert. Und hier sitzt man stellenweise, ey, ohne Scheiß, es gibt ja Spiele. Die willst du ja vorbereiten, wenn die Gäste kommen, dass alles schon an seinem Ort liegt. Da sitzt der manchmal 25 Minuten dran oder so. Oder 40, ja. Ich kann mich noch erinnern, wenn man Eclipse First Edition für 6 Spieler aufgebaut hat und wollte nett sein und denen alle die Würfelchen hinlegen. 40 Minuten Aufbau, ohne Scheiß, ja. Und jetzt gehst du in so einen Mod rein und alles da, Knopfdruck, puch, fertig, ja. Und das wird schon fehlen, wenn man wieder mehr analog spielt, ne? Ja, das ist meine Beobachtung gewesen und man hat sich echt gewöhnt. Am Anfang hat man sich geziert. Ja, Übersicht und so ist halt schon ein Problem bei Spielen, die du neu lernst, weil du ja die Arme der Leute nicht siehst, was die machen und denen ins Gesicht gucken kannst. Und jetzt fliegen da nur so bunte Mauszeiger durchs Bild, ist schon problematisch. Ja. Das vermisse ich immer noch dann in echt. Da kann man echt die Reaktion auch sehen der Leute und auch gucken, dass da nicht einer irgendwie vielleicht sich ein paar Marker zu viel nimmt oder so. Ja, das ist bei Online ein bisschen einfacher, habe ich so das Gefühl. Und deswegen haben wir auch Tabletopia als Plattform eigentlich gar nicht mehr benutzt, weil das ist ja, es hat ja so gut wie gar keine Skripts, soweit ich weiß, und kostet natürlich auch was und so.
Das war dann, da habe ich den Vorteil dann gar nicht mehr gesehen. Da war dann alles umständlich. Man kann ganz schlecht zoomen, die Karten vergrößern und sowas. Wir haben diese Software dann gar nicht benutzt, sondern sind echt bei Tabletop Simulator, weil es da auch die viel größere Datenbank gibt an Spielen, die auch fanmade sind sozusagen und da viel Herzblut reingesteckt wird. Das haben wir gemacht. Und klar, es gibt auch Spiele, die sind total overscriptet mittlerweile. Ich kann mich noch erinnern, ich war ja einer hier von den ersten, die das Dune Imperium praktisch glücklicherweise aus Amerika, ich glaube im Dezember hatte ich es dann schon, hier hatte und vorgestellt habe und gespielt habe und so. Und haben uns natürlich auch gefreut, dass es auch eine TTS-Mods dafür gibt. Die war am Anfang einfach plain, ne? Spiel halt umgesetzt mit Karten. Und dann hat der Creator praktisch angefangen, immer mehr Mods da einzubauen und Scripts. Und das ist heutzutage. Du kannst das Spiel gar nicht mehr spielen, diese TTS-Mod, ohne die Gefahr zu laufen, dass es dir alles total kaputt macht. Also du legst dein Ding hin und automatisch wird dein Siegpunkt hochgezogen und dann überlegst du es anders und der korrigiert es vielleicht gar nicht mehr. Oder Karten werden gemischt und die werden dir gleich auf die Hand gegeben. Dabei dürftest du eigentlich eine mehr nehmen oder sowas. Und diese totale Verskriptung bei manchen Sachen machen eigentlich das Mod total kaputt und man wünscht sich, dass es so wäre wie vielleicht in den Anfangstagen oder mittendrin mal. Und das ist halt das Blöde dran, dass das so Fanmade-Sachen sind, wenn da der Creator Bock hat, sein Mod total zu verskripten, dass es fast unspielbar wird mit einem neuen Mitspieler, den du das Spiel beibringen willst, aber da fliegen ständig die Teile automatisch durch die Luft und du kannst gar nicht erklären, warum und hast gar kein Gefühl, wann was zu machen ist. Dann ist es schon schade, dass du da praktisch nicht Einstellungen selber vornehmen kannst und intervenieren oder sowas. Ne? Da gibt es ein paar von der Sorte. Ja. Und Thema Spielen allgemein, wie hat sich's verändert, wie ich so wahrgenommen habe bei vielen anderen Leuten und auch bei mir halt auch. Man hat viel mit dem Partner oder also mit meiner Frau in dem Fall jetzt Zwei-Personen-Modus gespielt. Ich möchte nicht sagen, dass es speziell Zwei-Personen-Spiele waren, also die kann ich nicht so gut brauchen, aber halt Spiele, die auch mit zwei Personen spielbar sind, sage ich mal so. Haben wir viel probiert, hat gut geklappt, ja, man war schon, hat schon praktisch ein bisschen das Bedürfnis ein bisschen befriedigt, aber es ist schon was anderes. Ja. Also wenn du deine Gruppe hast da von. In dem Fall jetzt sind es echt vier Jungs, ja, die sich da anfrötzeln, dabei Whisky trinken und halt irgendwelche gemeine Eroberungsspiele spielen und mit der Frau machst du halt Robin Hood oder so. Ne? Das ist schon was anderes. Oft habe ich auch das Gefühl, dass meine Frau eigentlich das aus Mitleid mehr gemacht hat. Also die ist schon viel Spieler von damals, war vielleicht Expertenspieler damals noch, bis das Kind kam und so. Und mittlerweile macht sie es mehr so aus Mitleid, ist eigentlich zu müde, hat gar keine Kraft mehr und Regeln lernen und so. Und schläft man vielleicht auch ein bisschen ein und ist immer ein Drama oder so. Deswegen ist es schon ein bisschen. Wäre es schon schön, wenn es jetzt bald wieder sich öffnet und man mal wieder praktisch richtig groß spielen kann und auch andere Sachen. Ja. Auch viel mit Kindern gespielt und ich habe ja praktisch mal extra ein Video drüber gemacht, normale Spiele runter zu dumm auf ein Kinderniveau, sodass man als Erwachsener auch noch was davon hat, weil ständig diese Happa-Spiele zu kaufen oder die Kinderversion von Spielen, da wird man irgendwann mal dumm und will aus dem Fenster springen. Das hat gut funktioniert, ist auch echt ganz geschickt und wobei ja schon, also da auch Pandemieregeln und so auffällt, wie paradox das Ganze ist. Ich hatte hier auf diesem Tisch vier Kinder lagen auf dem Tisch, also der Tisch war geschlossen und wir hatten Mikro Makro Crime City hier und dann haben die halt Detektiv gespielt mit Lupen und das Zeug. Da sind drei oder vier Kinder auf dem Tisch rumgekrabbelt und haben da gesucht. Also mit Abstand halten war da nicht mehr viel, das war schon paradox. Die dürfen ja, aber die zählen nicht. Ja? Während wir anderen da gar nicht mitgemacht haben oder abseits gestanden sind, das war schon ein trauriges Bild. Ne? Die dürfen das, wir nicht. Aber mal gucken, vielleicht wird es bald was. Ne? Sind so. Also, das würde mich interessieren, wie habt ihr denn, also wir reden jetzt in der Vergangenheitsform, wie habt ihr denn die Pandemie wahrgenommen? Ja, bald sind wir bestimmt alle geimpft und alles wird wieder gut. Daumen, Fingers crossed sozusagen. Ja. Würde mich interessieren, weil wie ihr das seht. Wir werden auch nachher noch nach dem nächsten Themenpunkt drüber sprechen, was ich denn glaube, wie sich jetzt das verändert, wenn die Pandemie dann vorbei ist oder in Zaum gehalten ist. Was wird sich an dem Hobby wieder ändern? Was wird sich mit dem Thema YouTube-Kanäle ändern? Einfach mal so eine Prophezeiung, eine Voraussage machen. So, jetzt kommen wir zu so einem eigentlichen Kernpunkt, den ich mal ansprechen möchte, der vielleicht ein bisschen heikel wird. Ja. Also meine persönlichen Beobachtungen bei YouTube als Teilnehmer einmal, als Content Creator, wie es so schön heißt. Ein Influencer bin ich ja Gott sei Dank hoffentlich nicht. Und einfach als Zuschauer.
Also ich weiß nicht, ob das an der Pandemie lag. Also ich habe ja meinen Kanal schon über ein Jahr vor Beginn von, da hat keiner noch von Corona geredet gemacht. Deswegen weiß ich es jetzt nicht, habe es nicht so genau beobachtet, aber ich scheine irgendwie so wahrzunehmen. Wenn man mal davon ausgeht, dass jeder sich an die Regeln gehalten hat und man davon ausgeht, dass viele Leute nicht wirklich so groß wie früher bisher zusammen spielen konnten und das ähnliches Problem hatten wie ich, sondern mit dem Ehepartner oder so oder vielleicht solo, wenn Gott bewahre, ja, wem es gefällt, kein Problem, mir nicht. Der Content, den manche Videokanäle halt machen, scheint zugenommen haben im Sinne von. Diese Top-Listen, also diese elenden Top-Listen scheinen zugenommen zu haben, weil man hoffentlich sonst nichts zu berichten hatte. Ne? Und nichts gegen Top-Listen an sich, ja? Aber die sind schon, jeder Kanal hat seine X-Top-Listen. Und das Ärgerliche an diesen Top-Listen ist halt, dass man hier, ist schwierig, also dass man hier als Influencer oder Meinungsmacher oder was man halt manchmal den Stempel aufbekommt, ja viele Titel außen vor lässt, die man gar nicht kennt. Aber man muss ja unbedingt seine dumme Top-Liste machen. Ja. Wie kann man es, also das ist ein bisschen so, muss aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede, deswegen dringend noch was. Also, wie kann man sich zum Beispiel rausnehmen als Influencer oder als bekannter Kanal eine Top-Liste über eine Kategorie zu machen, wie zum Beispiel das schönste Spiel, nenne ich jetzt mal, ne? Oder die besten Koop-Spiele oder so. Und dann nennt man immer nur die üblichen Verdächtigen, die irgendwie jeder kennt oder maximal 4 Jahre oder so alt sind, ne? Weil man halt ein paar andere Kracher gar nicht kennt. Oder auf Nachfrage, wieso habt ihr, was ist mit dem Spiel XY oder so? Ich sage jetzt absichtlich nicht ein paar Namen von Spielen, die mir einfallen würden. Und dann kommt dann die Aussage, ach, das Spiel kennt man gar nicht. Oder das Spiel war nicht mein Fall, dann denke ich, what the fuck? Ja, ich meine, es ist doch egal, ob es dein Fall ist oder nicht, wenn du über die schönsten Spiele reden willst, dann musst du dieses Spiel nennen. Ja? Es geht nicht, dass du es weglässt. Und wenn du es nicht kennst, dann ist es ja okay. Aber dann darfst du nicht rumrennen und sagen, die Top 20 schönsten Spiele aller Zeiten. Du kennst doch gar nicht alle. Wie kannst du denn dann eine Top-Liste dann draus machen? Oder generell einfach die Aussage, die besten 10 Spiele aller Zeiten oder so. Nehmen wir mal das. Das macht ja auch fast jeder Kanal. Das geht nicht, Leute. Ihr könnt das so nicht nehmen. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr Top-Listen macht, aber dann bitte müsste eigentlich der Titel sein, meine subjektive Top 20, die meinem Geschmack entspricht, aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Das müsste eigentlich der Titel von diesem Video sein und das müsste hier hochscrollen. Mir ist schon klar, dass das nicht sich gut anhört und nicht sich gut verkauft. Aber das wäre halt mal die Wahrheit, Gottverdammt. Ne? Ihr könnt nicht immer Top-Listen machen, ohne alle Spiele zu kennen. Und das ist unmöglich. Ich weiß, dass ich da fordere, ist unmöglich. Aber das ist, was ich gerne hätte. Weil wenn man schon rausposaunt, man ist kein Influencer und man macht das alles independent und so, dann darf man da nicht. Es gibt viele Zuschauer, die horchen, die hängen einem an den Lippen und glauben einem jedes Wort, das man sagt. Das ist halt leider so. Nicht umsonst wird es solche Schminkvideos für kleine Mädchen geben, wo, oh, diese L'Oreal-Creme oder so kann ich euch nur empfehlen. Und dann steht nicht mal das Wort Dauerwerbesendung rechts in der Ecke. Ein paar machen das, das ist echt löblich. Aber bei einem normalen Kanal, wo jeder davon ausgeht, du hast ja diese Spiele alle selber gekauft, du hast da 20 Spielrunden hinter dir mit diesen Spielen und das ist deine Meinung. Und du schreibst dann nicht das Wort Dauerwerbesendung runter, dann geht jeder davon aus, das ist deine ehrliche Dings, ne? Deine ehrliche Erfahrung, deine ehrliche Meinung. Dann muss das auch irgendwie klar kommuniziert worden, finde ich. Ja? Du kannst nicht 20 Spiele nominieren und sagen, das sind die schönsten, dabei gibt es noch 20 andere, die noch schöner sind, aber die kennst du nicht. Dann sagt es wenigstens, dann musst du sagen, die schönsten Spiele, die ich kenne. Oder so. Ja? Also ich bin da kleinkariert jetzt vielleicht und ein bisschen steigere mich da rein, aber mir fällt das halt auf, weil es so viele jetzt machen mittlerweile. Und ich verstehe eh nicht, was dieses Top-Listen-Thema sein soll. Ich meine, ich verstehe, dass ein YouTube-Kanal ein Video braucht, wo zu sehen oder zu hören ist, welche 10, 20 Spiele finde ich denn am besten? Was sind denn meine Lieblingsspiele? Damit man weiß, wenn man der Zuschauer oder ein Abonnent werden von dem Kanal, auf was lässt man sich ein? Hat der vielleicht einen ähnlichen Geschmack wie ich oder so? Und das nennt man dann halt anders. Ne? Aber du kannst nicht
meine die Top 20 oder so. Oder die seltensten Videos heißen meine Top 20 in der Kategorie bla. Sondern sie heißen immer ganz reißerisch die besten Spiele aller Zeiten oder so. Ja, das geht nicht. Also, das gilt auch generell, was das Thema Meinung angeht. Es sind unabhängige Kanäle, die die Spiele sich selber vielleicht kaufen. Und dann verstehe ich auch nicht dieses Prinzip, immer eine Wertung geben zu müssen oder zu wollen. Berichtet doch über ein Spiel, sagt, wie ihr es findet, zeigt die Komponenten, erklärt, was gut und was schlecht zu scheinen scheint. Aber ihr könnt doch da nicht eine Note ranhängen, wo dann praktisch da draußen steht und über Wohl und Wehe der Verkaufszahlen dieses Spiels entscheiden. Finde ich nicht richtig. Ich mache ja selten eigentlich, ich mache keine Noten bei meinen Videos, ja. Aber man hört ja vielleicht hoffentlich bei einem Review raus, ob ich ein Spiel gut oder schlecht finde. Ich mache auch Videos zu Spielen, die ich kacke finde, und dann verkauft habe. Und ich werde dann öfters mal jetzt gefragt, wurde angeschrieben, hey, dein Video habe ich jetzt nicht kapiert, findest du das Spiel jetzt gut oder schlecht? Soll ich es mir kaufen? Ja? Und dann sage ich, dann habe ich geschrieben, ich weiß nicht, ob du das kaufen sollst, das ist nicht meine Absicht gewesen. Ich finde, das Spiel hat Stärken und Schwächen in der Hinsicht und ich werde da jetzt keine Note geben. Dann fragt er wieder zurück, ja, findest du es jetzt gut oder schlecht? Dann sage ich, weil ich gebe dir kein Urteil. Ja, soll ich mir das Spiel denn jetzt kaufen? Dann sage ich, nein, ich weiß nicht. Wenn es dir gefällt, dann kaufst du doch. Und das ist komisch. Also es gibt schon ein paar Leute da draußen, die brauchen die Kaufberatung wohl. Die können nicht mehrere Vergleiche ranziehen und sich das selber ein Bild machen und das mal riskieren. Und bei vielen Leuten ist halt auch wahrscheinlich der Euro ganz knapp und sie müssen sich entscheiden, was sie kaufen. Die können nicht so viel. Verständlich. Ja? Aber ich weiß nicht, ob da jeder, der hier halt regelmäßig Videos macht, sich das Recht rausnehmen kann, da die Leute zu beeinflussen. Es hat so einen Beigeschmack. Ihr versteht vielleicht, was ich meine, vielleicht aber auch nicht. Schwierig, das zu sagen. Manchmal habe ich immer so das Gefühl, nehmen wir mal diese Schwemme, die kam. Das liegt aber vielleicht auch, dass es nicht so viele neue Spiele gab eine Zeit lang, weil die alle im Suezkanal festhingen oder sowas. Aber als das Robin Hood rausgekommen ist, kein schlechtes Spiel, wunderbar, macht einen Haufen Spaß. Hat halt jeder Kanal, der das irgendwie vom Herrn Menzel bekommen hat, hat dann Videos so gemacht. Und da war überall Robin Hood, da, du, du, du. Und jeder hat es halt beurteilt und gesagt, wie toll es ist. Oder da läuft ein Kickstarter von einem deutschen Autor, den man halt mit dem Vornamen kennt. Und natürlich ist man so nett und tut seinem Kumpel helfen und macht da ein Preview-Video. Dann kommt Kanal 2, Kanal 3, die machen alle ein Preview-Video zum Spiel. Und dann geht der Kickstarter los. Pff, Leute, alle finden das Spiel dann super. Das ist doch verdächtig und hat einen Beigeschmack. Ist es gutes Spiel? Weiß nicht. Aber ein bisschen neutraler. Also das wäre mein Wunsch und das ist etwas, was ich wahrgenommen habe. Vielleicht war es vor Pandemie schon auch so. Ich weiß es nicht, aber durch dieses Top-Listen-Thema ist es halt extrem hochgekommen, was mir jetzt halt auffällt. Also vielleicht bin ich auch zu alt, ja, vielleicht bin ich auch zu alt und komme in dieser Influencer-Social-Media-Welt, komm ich nicht zurecht und verstehe es nicht richtig. Und dass es üblich ist, dass Leute, die eine Art Profi-Status genießen oder sowas und man ihren Meinungen und Geschmäckern halt einfach folgt und einfach nur annimmt, die kennen sich aus, dass das dann einfach so ist. Die haben ja einen YouTube-Kanal, also werden die ja schon wissen, von was sie reden oder so. Ich weiß nicht, ich bin nicht so naiv in der Hinsicht, aber vielleicht ist es so. Ja? Also das Spiel mit diesen Teenagerinnen mit dem Make-up-Video, oder diese furchtbaren Swappy-Videos, die da gerade jetzt, wenn du bei Amazon Prime oder sowas anguckst, was da? Nee, Quatsch. Oder bei YouTube ist es, glaube ich, sogar auch, dass sie diese Videos dir vor die Nase halten, dass die Leute sich ein gebrauchtes iPhone kaufen sollen oder so. Das ist alles so schrecklich, ja. Aber das scheint wohl alles echt zu sein. Ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht sollte ich aufhören. Ich kenne mich ja eigentlich gar nicht aus. Bin zu früh geboren. Ja. Aber jetzt lassen wir das Thema mal hinter uns. Das war einfach nur so, was ich mir gesagt habe. Jeder hat das Recht, Videos zu machen. Jeder hat das Recht, Wertungen zu vergeben. Jeder hat das Recht, Top-Listen zu machen. Habe ich gar kein Problem damit. Gucke ich mir manchmal sogar gerne an. Wenn sie einen coolen Titel haben, wie exotische oder Top-Worker-Placement-Spiele oder so. Aber bitte, das Einzige, was ich möchte, ist halt, macht klar, dass es eure Meinung ist und nicht ein Gesetz oder die einzige Wahrheit oder macht kenntlich, dass ihr vielleicht bezahlt werdet oder jemandem einen Gefallen tut. Das wäre schon wichtig. Ja. Und wer Top-Listen angucken will und Zeit dazu hat, das kann er auch machen. So,
Ein ähnliches, verwandtes Thema ist mir aufgefallen, gab es das früher auch schon, Videos zum Thema, so, was haben wir letzte Woche gespielt oder was haben wir diesen Monat gespielt? Das ist unglaublich, dass viele Leute das angucken. Ich finde das ja ganz, manchmal ganz interessant, aber interessiert euch das wirklich? Also ich meine, ihr habt euren Lieblings-YouTuber, dem folgt ihr und ihr kauft dann alles, was der empfiehlt und ihr findet alles gut, was der spielt. Okay, dann macht es auch Sinn, dass er den folgt und sich anhört, was die alles gespielt haben letzte Woche. Also ich habe die Zeit nicht, ich würde viel lieber selber spielen, als anderen Leuten zugucken, was die gespielt haben. Und ihr müsst doch zugeben, dass natürlich werden viele Spiele mehrmals gespielt. Das heißt, wenn du im Video Januar, Februar, März anguckst, dann kommt ein oder zwei Spiele kommen immer wieder drin vor. Und natürlich gehört sie es dann, das machen die ja alle dann richtig, ein Spiel nochmal ganz kurz zu beschreiben, um was es geht, was es ist, falls es einer zum ersten Mal hört. Aber nach dem vierten Monat langweilt einem das doch. Ja? Jeder kennt doch mittlerweile, ich nenne jetzt keinen Namen, also. Dann willst du nicht immer diese Einführung wieder haben. Deswegen diese Videos, was soll das? Ich meine, das ist meine Hoffnung jetzt wieder. Diese Videos entstehen nur deswegen, weil man gerade tatsächlich wenig in echt spielt und mehr Zeit hat. Und man würde jetzt eigentlich gerade richtig spielen, aber man hat gerade ein bisschen Zeit von der Ehefrau bekommen oder so. Und dann nimmt man halt ein Video auf. So. Das wäre meine Hoffnung, dass es so ist. Aber und das ist meine Prophezeiung, dass solche Videos vielleicht auch ein bisschen mehr aufhören, wenn die Pandemie mal endet. Weil die Leute keine Zeit mehr für diese Videos haben, weil sie dann lieber im Biergarten sitzen, sonst wo im Fitnessstudio sind oder tatsächlich selber wieder spielen, haben die keine Zeit für solche Videos. Das wäre so meine Hoffnung und Befürchtung. Mal schauen, ne? Also, so, was haben wir noch? Aufgefallen ist, dass viele neue Kanäle entstanden sind. Leute kommen halt davor, machen jetzt auch. Ich mache jetzt auch einen YouTube-Kanal zu Brettspielen. Feine Sache, kann ich ja verstehen, habe ich ja selber so gemacht. Nur während Corona scheint es halt merkig worden zu sein und das wird langsam ein bisschen voll, in diesem Hobby. Manche machen es besser, manche schlechter, ist ja alles in Ordnung, viele Hobbyisten dabei. Aber halt auch ist irgendwie, da scheint es ein Bedürfnis zu sein, ich muss meine Meinung zu diesem Spiel hinaus posaunen. Okay, ist doch gut, finde ich schön. Bin mal gespannt, wie viele von diesen Kanälen nach der Pandemie wieder eingehen, weil, wie gesagt, Fitnessstudio, Biergarten, selber spielen, wird spannend. Was haben wir denn noch? Ja, also manche YouTube-Videos oder Kanäle, das sieht man ja auch, aber die anderen, die haben mehr Zeit. Die kümmern sich jetzt mehr um eine optisch professionellere Präsentation, Scheinwerfer, Bluescreen, gescheite Mikros und so. Oder halt ganz viel Einblender, wo irgendwie eine Wand bröselt ein, um das zu sehen, oder wird eingerückt oder zwei Leute werden aneinander kopiert. Alles hochwertig und professioneller. Einblendern und Intros und Equipment und so. Das ist nicht schlecht, das gibt dem Hobby mehr so einen professionellen Anstrich gleichzeitig. Aber ich bin persönlich davon beeindruckt, wie viele Leute sich davon beeindrucken oder blenden lassen, sage ich mal. Oh, wie super, ihr seid der professionellste Kanal und so. Und euch gucke ich im Ganzen an. Ja, nur wegen den Einblendern und weil da Musik läuft oder was. Das ist das alles. Also braucht es das, um euch zu fangen letztendlich. Und das ist alles. Das ist schon traurig. Ja. Aber okay, das fällt mir nur auch so auf. Ne? Es scheint mittlerweile echt üblich zu sein, du brauchst ein Logo, du brauchst einen Einblender, du brauchst so ein Begrüßungsding anfangen. Okay, ja. Kann man das ist nicht so schwer, ja, das kann man lernen, das kann man machen, aber es kostet halt auch wieder Zeit. Und ich denke immer, boah, Leute, ihr müsst Zeit haben, ihr müsst so unglaublich viel Zeit haben. Ich bin echt neidisch. Aber wenn es dann wirklich, Leute, ich gucke mir lieber den Kanal an, weil er hat die besseren Intros oder Einblendungen oder fährt immer was links rein und macht am Ende eine Zusammenfassung oder so, dann ist es schon schwierig, ja, also. Das, wie gesagt, das wird echt umkämpftes Umfeld mittlerweile. Es ist fast schon kein Hobbythema mehr, sondern ist echter Wettkampf. Völlig wertungsfrei. Einfach mal nur, was mir aufgefallen ist. Genau, das Thema, es wird wieder ein bisschen haarig. Leute, die auflisten, was sie gespielt haben, alles, und da sind dann so Klopper dabei und erzählen dann auch wie, boah, wir haben ja letzte Woche haben wir Battlestar Galactica zu sechs gespielt. Oder sagen es nicht klar, dass es zu sechs ist, aber das Spiel kannst du halt bloß mit einer gewissen Personenzahl erfüllen, spielen oder Nemesis und so, sofort. Dann fragst du immer Bullshit, Leute. Also Bullshit, dass hier sich während dem letzten Jahr die Leute an gewisse Regeln gehalten haben. Da liegt doch die Vermutung nahe, dass sie sich fröhlich mit zu vielen Leuten getroffen haben. Oder
Klar, es gibt Leute, die kennen Ehepaar, Befreunde, das sind zwei Haushalte, vier Personen und irgendwie so, ja, das vielleicht geht, aber Leute, manchmal muss ich schon sagen, das glaube ich euch nicht. Ich meine, der Boardgame-Digger, der hat da ein schönes Video dazu gemacht vor einer Weile, 2 Monate oder so her, wo er sich genau darüber ausgelassen hat. Da hat er schon einen gewissen Kern getroffen, denke ich mal. Da ist irgendwas nicht so ganz sauber. Das heißt unfair oder so, aber es ist halt irgendwie was, was einem aufgefallen ist. Wie du findest bei manchen, der Content beweist, dass da gerade ein bisschen tote Hose ist, nehmen die Anzahl der Videos zurück und kommt komische Reviews zu spielen, die sonst keine Sau interessiert, mit irgendwelchen Insel der Pferden oder sowas. Und dann gibt es welche, die machen da fette Beschreibungen von Videos, wie sie letzte Woche Nemesis gespielt haben. Das verpasst was nicht, Leute. Ja, das ist halt aufgefallen. Ist schon ein bisschen ärgerlich. So, das Thema hier, ich muss mal in meine Liste gucken. Jeder scheint die üblichen Neuheiten gespielt zu haben. Ich habe ja das Robin Hood schon erwähnt und aus Mangel an anderen Sachen wegen Lieferschwierigkeiten Spiele getestet haben, die keinen interessieren. Und dann kommt das gleiche Video eine Woche später bei einem anderen YouTuber. Boah. Ja, also da hoffe ich mir, dass wenn die Pandemie mal vorbei ist und alles wieder ein bisschen flutscht, dass wieder mehr Vielfalt da ist. So, und was auch auffällt, ist die Verspätung mancher Spiele wegen China oder späterer Produktion oder chinesisches Neujahr und was war oder Suezkanal oder so, war schon spürbar. Weil viele berichten davon, wie sie sich freuen, oder es gibt da auch wieder eine Top-Liste, Top 5 Spiele, auf die ich mich unbedingt freue, dass sie bald kommen oder so. Dune Imperium auch wieder. Ich freue mich, das bald auf Deutsch spielen zu können, wenn es dann endlich mal kommt. Und das sagen viele. Und dann kommt es halt nicht. Es war mal angekündigt auf März, dann war es April, jetzt ist Ende Mai. Was ist Ende Mai? Wo ist das Spiel? Ist immer noch nicht da. Du merkst halt schon, dass solche Verzweiflungsvideos gemacht werden und alle warten auf ein Spiel, weil sie gehört haben in anderen Kanälen, wie geil das Spiel sein soll. Haben sie vielleicht sogar online gespielt und hätten es jetzt ganz selber mal in der Hand. Und es kommt nicht. Ja, das ist schon schade. Ich merke das selber auch. Ja. Gestern kam Postbote, macht die Tür auf und dann Paket, Fantasy Welt, also, Gottes Willen, was haben wir da bestellt? Da ist der Everdell Deutsch drin gewesen. Ich habe völlig vergessen, dass ich das mal vor über 4 Monaten bestellt habe und es kam nie. Und bei Fantasy Welt, die sind ja eh nicht so die besten mit Kommunikation, was echt der Status ist mit Liefertermin und so. Habe irgendwie die E-Mail nicht mitbekommen, dass es versendet wurde wahrscheinlich. Ich habe ganz vergessen, dass ich das Spiel vorbestellt habe. Kumpel von mir, der Edwin, der hat mal mitbekommen, dass ich mir bestellt habe und hat gesagt, was willst denn du mit dem Spiel? Ein überhypteres Spiel kannst du ja gar nicht finden. Und ausgerechnet du als Nob-Kanal willst dieses Spiel haben. Dann habe ich halt gesagt, ja, es sind süße Tiere drin und der Baum sieht cool aus und knuddelig und hey, da geht es nicht langweilig um Vögel und irgendwelche Eier ausbrüten. Ich will es halt mal schauen. Und er hat gesagt, das Spiel wird nichts für dich. Ich spiel's lieber vorher mal Test. Und dann wollte ich es eigentlich abbestellen. Das habe ich vergessen. Und jetzt kommt plötzlich dieses Spiel, an das ich nicht mehr gedacht habe. Und genauso wird es einmal mit den ganzen Kickstartern sein. Ich habe so viele Kickstarter wahrscheinlich vor 2 Jahren mal gebackt, die jetzt irgendwann mal vielleicht mal kommen. Und ich so, ah, was ist das? Das ist lustig. Und so geht es ein paar anderen YouTubern wohl auch. Das ist ganz interessant. Auch eine lustige Stilblüte unserer jetzigen Zeit. Ne? Ja, die vielen neuen Kanäle, die so hochgekommen sind. Da gibt es schon ab und zu mal welche, die mal sich der Betrachtung eines Klassikers verschrieben haben oder Geheimtipps machen wollen, aber trotzdem geht halt der Fokus der ganzen Videos immer in Richtung Neuveröffentlichung oder was kommt demnächst auf Kickstarter raus und sowas. Ja, also das ist das, wo ich wahrscheinlich nicht kapiere wegen dem Alter oder so. Ich meine, ich habe gelernt, wie man sich halt noch selber informiert über Themen, die einen interessieren und sich selber mal ein paar Infos besorgt und nicht ein vorgekautes Video braucht oder so, aber das muss was Generationstechnisches sein. Aber ich frage mich da, wo ist denn der Hobbyisten-Spirit? Ja, den vermisse ich ein bisschen. Videos halt zu so Randthemen oder was einen interessiert oder hier mal ein Geheimtipp, der nicht immer 0815 ist. Auch diese Top 100 Listen, die es gibt. In diesen Top 100 Listen und du siehst, die YouTuber, die sind maximal 30 Jahre alt oder so, das sind halt nur neue Spiele, die maximal 4 Jahre alt sind. Ja, die kennen die alten Dinger ja nicht. Und deswegen können die halt in der Top 100 Liste logischerweise auch nicht auftauchen. Und das ist halt die Frage, was ist so eine Top 100 Liste dann wert? Ich komme immer wieder auf das Thema Top Listen zurück, tut mir leid. Ne? Ja, das war jetzt einfach mal, nennen wir es mal ein Rant eines alten Mannes. Von daher. Niemand persönlich angesprochen fühlen, einfach nur der Hinweis, eure Meinung, nicht die Meinung
die jeder nehmen soll, oder die Meinung, die einzige Wahrheit oder so da draußen. So, jetzt einfach mal eine Vorschau, was ich denn persönlich jetzt prophezei oder vermute, was passieren wird, wenn die Pandemie sich mal legt. Ja, geht der Content bei YouTube zurück, gehen ein paar oder spielen die Leute wieder mehr selbst und haben dann das Zeitkontingent nicht mehr für Videos in der Form. Ich würde sagen, ja, hoffentlich. Also soll lieber selber spielen, das Hobby leben, anstatt darüber zu berichten. Trocknen manche Kanäle dann wieder aus, fallen Zuschauer weg, weil auch die Zuschauer haben ja weniger Zeit, die Videos anzugucken. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, also es wäre eigentlich logisch, dass das passiert. Das war jetzt halt das Trostpflaster in der Zeit. YouTube, einer hat es erst schön geschrieben, YouTube-Brettspielvideos ersetzen für ihn das klassische Fernsehprogramm. Er guckt sich die an, weil sie Unterhaltungswert haben. Vielleicht auch zur Kaufberatung. Ja. Das wird ja dann nicht zwangsläufig deswegen wegfallen. Aber theoretisch müsstest du eigentlich weniger Zeit dafür haben. Wann habe ich das vom Anfang? Wird das Automatisierte von Online-Skripts beim Brettspielen, wird man das vermissen, wenn man das gewohnt war, das jetzt zu machen? Ich denke am Anfang schon, aber das wird sich ganz schnell widerlegen, weil die Vorteile Bier und Chips und Geselligkeit und besserer Überblick überwiegt dann halt ein und irgendwann ist es vergessen. Ja. Da kommst du dann wieder zurück, warum du das Hobby ursprünglich mal angefangen hast und findest da die Liebe wieder. Aber natürlich schon geil. Ne? So ein Tisch, der sich selber aufbaut und selber der Müll dann wieder rausfliegt. Hier ist es ja praktisch so, du musst ja schon froh sein, wenn am Spieleabend dann die Jungs ein paar gebrauchte Gläser mit hochnehmen in die Küche oder so und du nicht alles aufräumen musst. Das ist ja dann schon, aber das gehört zum Leben dazu. Ich denke, das wird dann schnell vorbei sein. Werden wieder mehr Messeberichterstattungsvideos hochgehen? Logisch, wenn es eine Messe gibt, wird es natürlich mehr Videos in der Hinsicht geben. Wir machen ja auch eins oder so, aber das war ein bisschen arm in letzter Zeit. Da gab ja nichts zu berichten. Also da wird der Content vielleicht wieder hier hingehen. Und ich persönlich hoffe ja dann wieder mehr auf offene Spieletreffs, die wieder stattfinden können, wo man ab und zu auch mal seine kleinen Dinger da unterbringen kann, die jetzt gerade immer noch eingeschweißt im Regal liegen, weil man die sich gar nicht A traut, bei seinen eigenen festen Gruppen auf den Tisch zu platzieren oder einfach, weil sie keine Chance haben oder so. Und das ist immer das Wunderbare, wenn ich bei unserem Freitagstreff, den es immer beim Familienzentrum gibt, wo dann manchmal neue Leute reinkommen, meistens so Frauen, die irgendwie denen empfohlen wurde, geh doch da mal hin, wenn du Leute kennenlernen willst. Und die kommen dann ganz verschüchtert rein und sind vielleicht auch nicht so tief im Hobby drin. Die schnappe ich mir dann immer voll gern, wenn sie networken, logischerweise. Und, oh, ich hab hier Majesty oder irgendwie sowas, irgendwie so ein Spiel. Wo man vielleicht auch mit dem Thema Leuten ansprechen kann. Und dann kriegst du das auf den Tisch und spielst es mit denen und findest da selber mal raus, ob es gut ist oder nicht. Wo du dich nie trauen würdest, das in deiner festen Männer-Brettspielgruppe mit lauter Snobs, alles sind Snobs, nicht nur ich, alles sind Snobs, die wollen es bloß nicht zugeben, nicht spielen wollen oder nicht mehr spielen wollen. Weil das schlimmste Todesurteil, das ein Spiel haben kann, ist ja, es ist nett. Oh, nettes Spiel. Das heißt, es wurde jetzt gespielt, alle fanden es nett, aber es wird nie wieder irgendeiner danach fragen, oh, können wir das nochmal spielen, das war cool. Das ist das Nett-Fazit für ein Spiel und es bricht mir manchmal ein Herz, wenn ich ein Spiel echt mag und es wird in der Testgruppe als nett bezeichnet, weiß ich, es wird nie wieder gespielt. Und da ist ein offener Spieletreff super. Ja, du kannst dann die Leute damit abfrühstücken, knallst es hin und die finden es dann cool, die werden es wahrscheinlich danach auch nicht mehr spielen, ist egal, aber dann habe ich es wenigstens nochmal gespielt und so. Und so gibt es ein paar so Spiele im Regal, die einen schweren Stand haben, aber echt cool sind, weil du bekommst dann nicht durch die ganzen Brass, Birmingham und Terraforming Mars Spiele oder so dadurch, dass du da auch mal sowas spielst. Und das ist schon richtig cool. Also da freue ich mich schon wieder drauf, dass man die auch mal wieder auspacken kann und auf den Tisch bringen kann. Und ansonsten harren wir da Dinge, die da kommen, wird wieder spannend, wird wieder toll. Es das heißt ja, dass in der Pandemiezeit viele Spieledesigner sich jetzt extrem viel Zeit genommen haben, ihre Spiele zu verfeinern. Die werden noch besser. Und da kommt jetzt tolles Zeug raus, das dann, wo die Zeit genutzt wurde, das anstatt das auf den Markt zu bringen, jetzt richtig gut verfeinert wurde. Gibt da ein paar Kickstarter, die verschoben wurden, weil die Leute nicht zufrieden sind mit der Qualität nachher und so. Mal gucken, das kann positive Effekte haben. Kann natürlich manche Spiele dann auch noch viel verkopfter machen. Also gerade wenn die Tüftler, die einsamen Tüftler zu Hause ein Spiel entwickeln für sich selber und hatten jetzt auch noch mehr Zeit, dann könnte es sein, dass das noch viel mehr mechanische Albtraumspiele werden. Mal gucken. Ja. Von daher, das war's. Einfach mal wieder ein bisschen auf der Parkbank während dem Taubenfüttern ein bisschen vor sich hingebrabbelt. Nimmt meine Worte nicht
zu ernst. Es ist viel Satire auch natürlich dabei. Es soll ja ein Unterhaltungsmedium sein, aber vielleicht ein bisschen zum Denken angeregt. Und wie gesagt, das ist ja eigentlich kein Dialogformat, wo ich sage, jetzt schreibt mir bitte, was ihr drüber denkt. Das hat aber bei dem Terraforming Mars Video ja auch nicht funktioniert. Von daher, klar, wenn ihr euch äußern wollt, dann macht das kein Problem. Haben wir halt nach ein paar Abonnenten weniger, aber es ist ja nicht schlimm. Das geht, kriegen wir hin. Von daher vielen Dank und bald machen wir mal wieder weiter mit dem normalen Video. Ihr merkt vielleicht bei mir auch gerade, die Frequenz der Videos nimmt ein bisschen ab. Das hat zwei Gründe, weil es wird wieder mehr gespielt. A, B, habe gerade auch nicht so viel Zeit, nicht so viel Lust. Und D, nee, das war C, genau. C ist dann, da ich ja auch mehr ein Retro-Format, ein Klassiker-Format, ein Geheimtipp-Format habe, ist klar, dass da irgendwann auch mal die Luft raus ist und nicht so viele Sachen im Regal noch übrig bleiben, die man besprechen könnte oder halt gerade keine große Lust drauf hat. Da geht es schon mal wieder weiter, klar, aber ich tue jetzt mal die Frequenz ein bisschen reduzieren, weil ich will ja keine Top-Listen machen müssen. Von daher, mal gucken, wenn ich mal Zeit habe, ein paar abseitige Sachen mal wieder oder Geheimtipps zu besprechen. Wenn mal wieder ein paar Leute Zeit haben, ein Gastformat zu machen mit mir, dann geht es weiter, gar kein Problem. Aber gerade wenn man so viel Greenscreen und Intro-Sachen macht, die sind zeitaufwendig, dann macht man halt ein bisschen weniger. Mal gucken, mal zwischendurch mal wieder ein ganz klassisches Review mit einbauen, mache ich bestimmt. Von daher, bis denne, danke, dass ihr zugeguckt habt, macht's gut, bis bald, man hört sich, tschüss.